Wenn das das ist, was die Linke will, dann ist das weder sozial noch gerecht. Und mit sowas wie Ihnen wird es Rot-Rot-Grün nie geben. Sie sorgen dafür, dass es unmöglich ist, je mit Ihnen auf Bundesebene zu koalieren. Also Rot-Grün immer gern. Also das, was Sie hier abgeliefert haben, geht gar nicht. Sie schließen es aus. Und jeder, der in der Presse noch davon träumt, dass Rot-Rot-Grün eine Idee Herr und eine Kollege. Chance hätte, die gibt es nicht, Herr Präsident. Das muss auch mal gesagt werden, damit es jeder mitbekommt. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Also, Herr Kollege Kaas, dass diese Debatte auch zur vorläufig abschließenden Klärung künftiger Koalitionsbildung beitragen würde, hätten die wenigsten zu Beginn dieser Debatte für möglich gehalten. Also, ich habe gestern da, am Anfang der Woche ja da gesessen und habe mir Frau Wagenknecht angehört. Hätte ich die Augen zugemacht, hätte ich auch Frau Petry hören können. Das war eine grottenschlechte, populistische, miese Rede, wo man nur an Hass, Frust, Neid, Angst und Missgunst appelliert. Das ist unwürdig in diesem Hohen Hause. Und wenn man will, dass man die Extreme links und rechts stärkt, dann macht man das genau so. Und deswegen war es unsäglich. Und ich hoffe, dass sie sich dafür noch entschuldigen wird. Ehrlicherweise bin ich mir nicht sicher, dass sie die Größe hat. Aber man kann es ja zumindest mal anmahnen. Wir haben über... Liebes, sei entspannt, wir sind da der gleichen Meinung. Und deswegen, Frau Wagenknecht, purer Populismus, billige AfD-Stimmungsmache, jenseits der Sach- und Faktenebene ist peinlich. Machen Sie weiter gerne Ihre Doppelinterviews mit Frau Petry. Sie werden damit nicht gewinnen. Das ist billig und peinlich. Und mit Ihnen kann man und wird man in Deutschland nie regieren können. Vielen Dank. Dass diese Festlegung auch einmal Gegenstand des Länderfinanzausgleichsgesetzes werden würde, hätte auch kaum jemand für möglich gehalten. Und wenn man denn sagt, und einige Kommentatoren loben ja auch immer Frau Merkel, dass es eine große strategische Glanzleistung war. Ehrlich gesagt, das war es nicht. Frau Merkel, es kann es Ihnen nicht ersparen, es war erbärmlich, es war peinlich. Seit 2005 haben Sie die Diskriminierung von Lesben und Schwulen hier unterstützt und haben nichts dafür getan, dass es zu einer Gleichstellung kommt. Und deswegen bedanke ich mich noch mal bei allen, die auf den CSDs, die an den Infoständen, die in den Diskussionen dafür gearbeitet haben. Ich habe in diesen Koalitionsverhandlungen immer wieder erlebt, wie die Union blockiert hat. Noch in den letzten Tagen im Rechtsausschuss, im Innenausschuss. Heute wollten Sie diesen Tagesordnungspunkt gar nicht aufsetzen. Das ist erbärmlich, das ist peinlich. Und ehrlicherweise, Frau Merkel, vielen Dank für nichts. Und wenn die AfD sagt, dass sie die anderen 10% auch sofort entlasten möchte, dann möchte die AfD die Besserverdienenden entlasten. Dann kann eben weniger Geld für Kitas investiert werden, für Pflege investiert werden und vor Ort. Und das ist das, was die AfD hier betreibt. Billigen Populismus. Und da können Sie ja noch so rumkrähen, wie Sie wollen, gnädige Frau. Melden Sie sich einfach, dann sind Sie vielleicht auch irgendwann mal dran. Uns die FDP vorgeworfen, dass wir Steuergeld verschwenden und Subventionen verteilen. Der Kollege Fricke tut das gerne, vergisst aber so ein bisschen die Mövenpick-Steuer. Die Grünen haben beklagt, dass immer alles so weitergeht. Wir alle wissen ja, hey, seid doch mal ruhig, nur wenn man getroffen ist, dann ist man so laut dabei. Also etwas mehr Demut, ihr hättet regieren können, ihr tut es nicht. Und wenn Sie sich mal überleben, ich kann gut verstehen, dass Sie das Bundesverfassungsschutz abschaffen wollen. Die sollten Sie nämlich untersuchen. Rechtsradikale braucht in diesem Land niemand. Herr Kollege Kaas. Herr Kollege Kaas. Zunächst einmal richtig liebevoll ermahnende Worte an Vertreter der AfD-Fraktion. Haben Sie noch alle, ist kein parlamentarischer Ausdruck, wenn man einen Redner klassifiziert. Wer immer sich angesprochen fühlt, kann sich dazu Wort melden. Ich habe Wortmeldungen aus der AfD-Fraktion. Herr Kollege Kaas, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Als Vorsitzende haben ja selber die Sitzung geleitet. Also bisher habe ich immer gedacht, auch wenn Sie rechtsradikal sind, muss ich Sie wenigstens ernst nehmen. Wenn Sie aber jetzt schon Anträge stellen, die Sie nur als Scherz meinen,
dann fragt man sich, ob Ihre Anwesenheit hier ein Scherz ist. Dann wäre das allerdings ein schlechter. Wir haben als SPD und CDU, CSU uns hier hingesetzt und haben für die Dienste mehr Personal und mehr Geld beschlossen, weil wir finden, dass Typen wie Sie überwacht gehören. Vielen Dank. Herr Kollege Kaas, für die Bemerkung, dass Typen wie Sie überwacht werden, erteile ich ebenfalls einen Ordnungsruf. Herr Gottschalk, ich habe mir ja nun vorgenommen, zu den Rechtsradikalen in diesem Land nichts zu sagen. Aber nachdem Sie hier so einen blamablen Auftritt hatten, kann man das ja vielleicht noch einmal erwähnen. Herr Präsident, nicht, dass ich wieder einen Ordnungsruf kriege. Also einen wild gewordenen Hühnerhaufen darf ich die nennen, oder? Ich kann das nicht vorab sozusagen, Herr Kollege Kaas, entscheiden. Ich kann es erst entscheiden, wenn Sie entsprechend tätig geworden sind. Gut. Es gibt keine Absolution. Ja, man muss meine Vorsicht verstehen. Ich habe gestern den ersten Ordnungsruf in 20 Jahren bekommen von diesem Präsidenten. Deswegen bin ich vorsichtig. Also, wenn man das jetzt also zur Kenntnis nimmt, was man hier eben so hört, und die Rede von dem Kollegen Gottschalk, dann kann man nur sagen, die AfD ist hier wie ein wild gewordener Hühnerhaufen. Ehrlicherweise ist es so, dass Herr Meuthen, den ja keiner kennen will, sich, ich habe mir extra vom Deutschlandfunk den Ausdruck besorgt, der ja nun einer Ihrer Vorsitzenden ist, wenn ich das richtig nachgelesen habe, gesagt auf dem Bundesparteitag in Augsburg, die gesetzliche Rente muss schrittweise abgeschafft werden. Deutschland müsse weg vom umlagefinanzierten Beitragssystem. Stattdessen sollte man die Menschen eine selbstgewählte private Form der Altersvorsorge entlassen. Da treffen sich ja mit der FDP. So, jetzt ist das so wie mit diesem Hühnerhaufen, wie wir es ja eben gemerkt haben. Jetzt wollen die davon gar nichts mehr wissen. Da haben Sie also einen Parteivorsitzenden, verkündet das. Sie als Fraktion wollen gar nichts mehr davon wissen. Ja, was ist denn das für eine Oppositionseinstellung? Hier üble Rechtsradikalen Reden halten, die Arbeit nicht solide machen und dann nicht mal wissen, was der eigene Bundesvorsitzende will. Das ist doch blamabel. Rechtsradikale in diesem Parlament sind nicht nur ein Problem. Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich. Und wenn man sich das anguckt, dann haben sie außer dumme Sprüche keine Inhalte, keine Lösung. Das ist peinlich, es ist weder bürgerlich. Man muss sich diese Traurigen da nur angucken und dann weiß man, von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazugehört. Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen? Wem? Von Rechtsradikalen brauche ich keinen. Danke. So, heißt also, wenn Sie sich das im Ergebnis angucken, ja, wie ist das mit den Getroffenen, nicht? Das merkt man doch. Rechtsradikale können spalten, sie können hassen, sie können an den Hass appellieren. Und wenn sie dann selber einmal angesprochen werden, dann reagieren sie genauso, weil sie wissen, dass es stimmt. Schauen Sie in den Spiegel, dann sehen Sie, was diese Republik in den 20ern und 30ern des Elend geführt hat. Man kennt das, von Rechtsradikalen kann man keine Lösung erwarten. Und wenn sie dann jetzt auch noch gehen, kann man ihnen nur einen Spruch zurufen. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Reinkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Kaas, reden Sie weiter. Doch, dass es im Bundestag auch wieder sachlich zugehen kann, immer dann, wenn die AfD weg ist. Kommen wir also nun zu diesem Haushalt. Das Einzige, was die AfD zu bieten hat, ist, sie spaltet. Das, was sie am besten kann. Länder gegen den Bund. Kommunen gegen die Länder. Wir würden als Bund den Ländern was aufdiktieren wollen. Es geht, das muss die AfD mal zur Kenntnis nehmen, nicht wie immer bei Ihnen um Spaltung, um Gegner, um den einen gegen den anderen, mit dem Fuß aufstampfen und Rumpelstilzchen. Es geht ausnahmsweise mal um die Sache. Es geht um Schüler, es geht um Bildung, es geht um Wohnen. Und deswegen zu sagen, dass wir als Bund kein Geld an die Länder geben sollen, mit denen gemeinsam, das ist Spalten. Das ist nicht Berlin gegen die Länder. Das sind wir alle gemeinsam. Herr Kollege Kaas, funktioniert das? Herr Kollege Kaas, der Kollege Glaser möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht. Ich habe Ihnen eben doch einfach nur erklärt, dass wenn eine Schule mit sehr vielen Schülern und sehr vielen Lehrern und Eltern
ein funktionierendes IT-System braucht. Wir als Bund helfen. Ich habe Ihnen auch erklärt, auch das könnten Sie verstehen vielleicht, hoffe ich, nachvollziehen, dass wir viel Geld, und der Kollege Rebeck hat es betont über viele Jahre, viel Geld an Kommunen und Länder strukturell gegeben haben. Deswegen schreiben die Länder jetzt schwarze Zahlen. Das heißt, wenn wir in IT investieren, die Länder in Personal investieren, kriegt man das gemeinsam hin. Deswegen ist diese Spalterei, die Sie betreiben, Berlin gegen die Länder, gegen die Kommunen, ist falsch. Sie müssen mal lernen, dass wir in dieser Gesellschaft nicht spalten, sondern Menschen mitnehmen und nur gemeinsam stark sind. Und das ist das Problem dieser Rechtsradikalen hier in diesem Hause. Vielen Dank. Vielleicht, Herr Böhringer, wenn Sie diesem Haus was Sinnvolles hätten erzählen wollen, dann hätten Sie uns erzählen können, wo die schwarzen Kassen in der AfD herkommen, wo Frau Weidel ihr Geld herbezieht, wo aus der Schweiz und anderen Ländern das ganze Schwarzgeld kommt, mit dem Sie sich hier finanzieren. Ehrlicherweise wäre das vielleicht sinnvoller als Ihren sonstigen sachgrundlosen Unsinn. Im Kern ist es so, dass Sie mal mit Frau Weidel sich unterhalten können, und dann können wir über das Schwarzgeld, die Schwarzgeldaffäre, die aus dem Ausland finanzierten Rechtsradikalen in diesem Land reden. Ich glaube, bis Sie das nicht geklärt haben, sind Sie weder satisfaktionsfähig noch in der Lage, uns hier irgendetwas zu erzählen.